Moin moin liebe Leute und willkommen hier zu dem neuen Video bei Marvin Macht's. In diesem Video schauen wir uns die brandneuen Soundcore Space One Pro Kopfhörer an. Die haben verschiedene Vorteile. Sie sind zum einen extrem faltbar, also sehr sehr kompakt zum Mitnehmen, wenn ihr viel unterwegs seid. Zum anderen sollen sie ein richtig gutes Noise Cancelling haben und natürlich auch eine gute Soundqualität. Ob das alles stimmt, wie gut die wirklich im Alltag sind, ob sie mich begeistert haben und natürlich die spannende Frage, ob sich ein Kauf lohnt, das alles klären wir in diesem Video. Ich würde sagen, wir legen los und jetzt ganz viel Spaß. Starten wir wie immer mit dem Lieferumfang. In der Box findet ihr die eigentlichen Soundcore Space One Pro Kopfhörer. Eine Art Sleeve, ein AUX-Kabel und ein USB-C-Ladekabel. Die mitgelieferte Tragetasche ist sehr simpel gehalten. Wenn ihr auf der Suche nach einem deutlich besseren Case seid, also um die Kopfhörer auch mitzunehmen, wie in meinem Fall jetzt hier, dann gibt es noch separat erhältlich das Space One Pro Travel Case. Das muss man wie gesagt separat kaufen, lohnt sich aber auf jeden Fall, denn das ist deutlich, deutlich hochwertiger und darin sind die Kopfhörer auch sehr gut geschützt. Was ich auch ganz schön finde bei dem Case, dass man hier diese Lasche hat, die sogar magnetisch hält und dann kann man die Kopfhörer hier ganz einfach rausnehmen. Ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit dem Design. Als ich die Kopfhörer das erste Mal ausgepackt hatte, war ich direkt positiv überrascht. Also ich muss echt sagen, die machen einen sehr guten ersten Eindruck und auch auf den zweiten Eindruck. Also das Design gefällt mir sehr gut. Die gibt es in zwei Farben, einmal Jet Black und Creamy White. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier diese weiße Variante mit so ein paar, ja, ich sag mal, silbernen Akzenten. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr hochwertig aus. Das Design ist modern und minimalistisch gehalten und die Verarbeitung wirkt sehr hochwertig. Was mir sofort aufgefallen ist, die Kopfhörer sind mit einem Flexi-Curve-Kopfband ausgestattet, das 5 Segmentierungen aufweist. Dieses Kopfband sorgt nicht nur für eine bequeme Passform, sondern macht die Kopfhörer auch extrem faltbar. Die Flexibilität und Robustheit des Materials wurde in über 10.000 Tests überprüft, sodass ihr sicher sein könnt, dass die Kopfhörer auch langfristig halten. Und daher ist es wirklich ein echtes Highlight, dass man diese Kopfhörer so klein falten kann. Ihr kennt das ja, normale Over-Ear-Kopfhörer haben eigentlich halt diese Größe, man kann natürlich noch die Bügellänge einstellen, aber das ist schon recht groß, wenn man das jetzt immer mitnehmen möchte. Und hier habt ihr eben den Vorteil, durch die Segmentierung kann man die Kopfhörer sehr, sehr klein falten. Somit lassen sich die Kopfhörer auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe zusammenfalten. Das ist natürlich besonders praktisch, wenn ihr viel unterwegs seid und Platz in eurer Tasche sparen wollt. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Kopfhörer zusammenfaltet. Der Faltmechanismus ist echt einfach und genial. Also als erstes haltet ihr die Kopfhörer so, dass ihr hier links und rechts seht von den Ohrmuscheln. Dann nehmt ihr die linke Seite, faltet sie einmal nach oben, dreht die rechte Seite um, faltet diese auch nach oben, drückt hier nochmal so ein bisschen nach, dann wird es nochmal ein bisschen kleiner. Und ihr seht schon im Vergleich zu meiner Hand, wie klein und genial das Ganze ist. Das könnt ihr natürlich jetzt nehmen, in euer Travel Case hier packen und dann hier mit dem Magneten einmal zumachen. Und schon könnt ihr das Ganze hier wunderbar mitnehmen. Zudem sind die Ohrpolster mit einem langsam zurückfedernden Schaumstoff ausgestattet, der sich perfekt an eure Ohren anpasst und auch bei langen Hörsessions für maximalen Komfort sorgt. Also auch wenn ihr wirklich die Kopfhörer längere Zeit tragt, solltet ihr keine Probleme bekommen. Da sie ja auch nicht auf den Ohren liegen, sondern drumherum, das sind ja Over-Ear-Kopfhörer und diese angenehmen Ohrmuscheln in Verbindung mit dem Steg hier, mit den Segmentierungen, sorgt das einfach wirklich dafür, dass das sehr angenehm ist. Also ich habe sie ausprobiert, über mehrere Stunden im Homeoffice getragen, natürlich auch in der Bahn und so weiter und der Tragekomfort ist auf jeden Fall super. Was ich als kleinen Kritikpunkt sagen muss, das ist aber normal bei Over-Ear-Kopfhörern, wenn es jetzt wie heute wirklich 34 Grad hier in Berlin ist und ihr dann damit rumlauft, dann fange ich schon so ein bisschen an zu schwitzen, aber das sollte eigentlich normal sein. Weiter geht's jetzt mit der Geräuschunterdrückung. Das ist eins der wichtigsten Feature hier der neuen Soundcore Space One Pro. Die Kopfhörer sind mit einem vierstufigen ANC-System ausgestattet, das in Echtzeit auf eure Umgebung reagiert. Insgesamt 6 Mikrofone, darunter 2 zusätzliche Feed-Forward-Mikrofone, sorgen dafür, dass Umgebungsgeräusche effektiv ausgeblendet werden. Und hier kann ich wirklich sagen, dass mich die Geräuschunterdrückung begeistert hat. Egal, ob ich jetzt im Supermarkt war oder U-Bahn-Geräusche, Tram-Geräusche, das kann in Berlin schon wirklich sehr laut sein. Gerade bei einer Tram in den Kurven fängt die auch dann immer so an zu quietschen mit den Schienen. Und da kann ich euch sagen, hilft auf jeden Fall das Active Noise Cancelling. Sehr, sehr, sehr krass. Also ihr hört viel weniger von diesen störenden Geräuschen. Besonders gut gefällt mir ja auch die adaptive Geräuschunterdrückung. Diese passt sich nämlich dynamisch an eure Bewegung und die Umgebungsgeräusche an, sodass die Geräuschunterdrückung immer optimal eingestellt ist. Aber nicht nur die adaptive Geräuschunterdrückung hat mir gefallen, sondern auch der eigentliche Sound. Hier merkt man wirklich, dass man Over-Ear-Kopfhörer hat mit sehr, sehr großen Treibern. Die Kopfhörer sind nämlich mit 40 mm Triple Composite Treibern ausgestattet, die eine unglaublich klare und ausgewogene Klangwiedergabe ermöglichen. Die Treiber bestehen aus Peak- und Polyurethan-Membranen, die für eine perfekte Balance sorgen und Verzerrung auf unter 3% reduzieren. Das Ergebnis ist dann ein kraftvoller, aber gleichzeitig detaillierter Sound, der sowohl tiefe Bässe als auch klare Höhen bietet. Und was mir persönlich hier noch aufgefallen ist, selbst wenn man die Lautstärke sehr hoch macht,
dann wird hier nichts gedrosselt und es gibt keine Verzerrung. Ihr kennt das vielleicht bei anderen Kopfhörern, wenn man so bei 50, 70, 80% ist, dann fangen die irgendwie an zu verzerren oder drehen den Bass runter, weil sie es nicht mehr können. Und hier habt ihr das Problem nicht, also es gab auch bei 80, 90% keine Verzerrung. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, was bringen die ganzen nützlichen Features, wenn der Akku nicht lange hält? Hier kann ich euch beruhigen, denn jetzt passt auf, es gibt natürlich zwei Einstellungsmöglichkeiten. Einmal mit adaptiver Geräuschunterdrückung und einmal ohne. Ohne Geräuschunterdrückung kommen wir hier auf 60 Stunden Akkulaufzeit und mit kommen wir auf 40, was immer noch ein mega guter Wert ist. Also 40 Stunden Akkulaufzeit, da könnt ihr mehrere Tage, jeden Tag mehrere Stunden hören, ohne dass der Akku leer geht. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann gibt es hier noch eine Ultra-Schnellaufladefunktion. Das heißt, innerhalb von 5 Minuten könnt ihr dann wieder 8 Stunden Musik hören. Das ist natürlich besonders sinnvoll, wenn ihr wirklich sehr viel unterwegs seid und dann keine Lust habt, eure Kopfhörer ewig zu laden. Dann schließt ihr einfach kurz eine Powerbank an mit USB-C und in 5 Minuten könnt ihr wieder ordentlich Musik hören. Dann kommen wir natürlich noch zu einigen weiteren technischen Daten. Mit Bluetooth 5.3 seid ihr natürlich immer stabil und zuverlässig verbunden. Und dank der HearID 2.0 Technologie könnt ihr den Klang perfekt auf eure persönlichen Vorlieben abstimmen. Apropos HearID 2.0, dieses und weitere Features findet ihr natürlich in der Soundcore App. Schaut da unbedingt rein, wenn ihr euch diese Kopfhörer zulegen wollt, denn auch hier werden die Kopfhörer über Software-Updates weiter verbessert. In der App kann man auch einstellen, was alles passiert, wenn man zum Beispiel die ANC-Taste drückt. Dann ein Feature, was ich wirklich super nützlich finde, gerade hier in Berlin, wo immer so viel los ist, es gibt hier eine Stimmerkennung. Das bedeutet, wenn ihr das über die App einschaltet und zum Beispiel in einem Supermarkt seid und auf einmal was fragen wollt, ihr habt aber jetzt Noise Cancelling an, das heißt, ihr versteht eigentlich kaum was, was drumherum passiert, dann redet ihr und in dem Moment, wo ihr redet, dann wird das Noise Cancelling ausgestaltet, es wird automatisch der Transparenzmodus aktiviert, das heißt, ihr könnt euch ganz normal mit einer anderen Person unterhalten, mit einer Kassiererin unterhalten oder so und dann, je nachdem, was ihr in der App eingestellt habt, nach 5 oder nach 10 Sekunden geht es dann wieder los, dann geht der Active Noise Cancelling automatisch wieder an und dann habt ihr wieder Ruhe. Also geniales Feature. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einem abschließenden Fazit. Alles in allem sind die Soundcore Spaceborne Pro ein echter Volltreffer. Zum einen ist die aktive oder die adaptive Geräuschunterdrückung richtig, richtig gut. Ich habe sie in der Großstadt getestet, von daher, wenn ihr nicht gerade in Berlin wohnt, ist es wahrscheinlich noch viel besser bei euch, weil hier wirklich unglaublich viel Lärm ist. Neben mir ist zum Beispiel auch eine Baustelle gerade noch. Wenn ich hier dann langlaufe, dann habe ich einfach die Ruhe. Die Soundqualität hat mir auch sehr gefallen und ich finde es richtig gut, dass das Over-Ear-Kopfhörer sind. Das heißt, die drücken nicht am Ohr. Da habe ich auch sonst bei Over-Ear-Kopfhörern oft Probleme, dass die Ohren dann so heiß werden, weil es da drauf drückt. Das Problem habt ihr hier nicht. Es geht über die Ohren und der Tragekomfort ist auch wirklich gut. Ich finde es außerdem natürlich klasse, dass man die Kopfhörer so super klein zusammenfalten kann. Also wenn ihr viel unterwegs seid, auf Reisen seid und so weiter, dann sind die echt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben ein verdammt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man das natürlich von Soundcore kennt. Den Link zu dem Produkt, also sowohl zu der weißen als auch zu der schwarzen Variante, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da unbedingt rein, da findet ihr auch immer die besten Angebote und so weiter. Ich würde sagen, das war's jetzt vom Video. Gebt unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert natürlich meinen Kanal, damit ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.